Ja, wir können erstmal reingehen und den Raum suchen, genau. Wir müssen noch einen Anmod machen, ne? Weil du weißt. Achso, okay. 3, 2, 1. Hallo Leute und herzlich willkommen zum Halloween-Special mit Rett hier an meiner Seite. Hallo! Der Praktikant ist heute dabei. Ja, du bist selber Praktikant, Ich du. weiß. Anyways, Hör auf, anyways! es ist so schlimm, wieso sage ich das die ganze Zeit? Okay, Leute, wir können aber Egal. sagen, wir haben beide ein Pulsmesser unten in der Ecke. Wir haben Ach ja, keine stimmt. Kosten und Mühen gescheut. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir gehen los. Es schneit. Cool. Okay, Alter, warte, guck mal hier unsere rein. Aufgaben sind übrigens ein paranormales Geräusch aufzuzeigen mit dem Parabolmikrofon. Haben wir nicht, schade. EMF-Reader haben Okay. wir, können wir machen. Verwende ein Kruzifix. Du hast auch ein Kruzifix. Ja, wir haben ein Ja, ich habe Kruzifix. eins Ja, gekauft. perfekt. Cool. Dann geht's jetzt los, Leute. Hast du den Schlüssel genommen? Ja. Ah, okay, gut, dann müssen wir nicht mehr Ich zurück. habe mitgedacht. Ich hab mitgedacht, Ich Leute. glaube, in dem Haus war ich sogar schon mal drin. Ich dachte, du hast Hallo. das Spiel nie gespielt. Natürlich. Das war. Nein, Hello Neighbor habe ich Natürlich. nie gespielt. Ah, okay, stimmt. Anyway, na Spaß. Okay, ich würde Das sagen, macht mich schon nicht. kannst du mit dem, stimmt, kannst du mit dem lila Licht, genau, guck mal bei den Türen, siehst du manchmal so Fingerabdrücke oder auf dem Boden Ja, ich sehe Fußabdrücke. gar nichts. Oh Gott, ein Creepy. Was denn? Hörst du, was? Digga, ich höre ein Klavier. Bist du das? Weiß ich nicht. Sage mal. Alter, ist das creepy. Vor allem, weil das voll Wir sollten verspielt das ist. vielleicht nicht Dingens Wir triggern, sollten vielleicht sonst. nicht die Geister mit triggern. Oh, warte, weil bei Wasserhähnen kannst du auch immer das Wasser rausmachen, weil wenn ein Geist in der Nähe ist, wird das schmutzig. Wird das dann so kacke braun. Aber wird es scheinbar nicht kacke braun. Aber das ist immer noch so ein etwas, was man machen kann. Oh Gott, wieso ist die Kellertür offen? Leute, das Layout Ja, die vom ist gerade Haus einfach. ist neu. Ich bin da dran vorbeigelaufen und ist einfach aufgegangen. Wir können auch hier den Fernseher, glaube ich, anmachen. Ja, ich warte. Oh, Alter, oh Ah! mein Wie sehen Gott. Sie aus? Was war? Mach ihn Oh wieder mein Gott, aus, das ist, oh mein die Gott. Leute könnten halt einfach denken, dass wir das rein editiert haben. Imagine. Nee, nee, ist nicht, Leute. Guck mal, Das hier, ist. mach mal den Oh. Fernseher an. Ist Oh, hier ist tatsächlich real. tiefer. Ja, ich glaube, wir können aber nicht raus. Aber Was du geht? siehst nichts, ne? Vom Du Fingerabdrücken bist und ja nicht. so. Nee, 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 noch Okay. gar nicht. Ich habe auch noch gar keinen Ausschlag Ich hab gehabt. immer überall. Ich mach immer. Ja, der ist safe im Keller, der Geist. Der ist ein Kellerkind wie wir. Ein Kellerkind, Alter. Oh mein Gott, Alter. Digga, scheiß Deckenventilator. Wer hat ein. Gitarre kann man jetzt auch spielen, das ist toll. Oh, man kann das Smartphone anmachen. Das ist aber Irgendwie kann man mit dem smart. Smartphone interacten. Was passiert aber nicht? Perfekt. Schau mal hier die Türen noch mal ab. Ja, das war der Strom. Schade. Schade drum, ne? Wir Eigentlich haben sollten wir uns jetzt den hier Stromkasten gesucht. suchen. Wir müssen jetzt in den Keller rennen. Ah, schade. Weil wenn wir Ja, im blöd Keller, läuft. also wenn wir im Dunkeln sind, verlieren halt schneller Sanity. Das heißt, der Geist kriegt uns schneller. Das ist scheiße. Hallo, Geist. Hallo. Na? Ich höre Was gerade machen Stimmen. Sachen? Wo ist denn der Ordentlich, wie Stromgenerator ist das hier? umgefallen? Guck mal, hier sind Bilder. Cool. Cool. Ich sehe, mein Puls ist Hä, wo ist der erstaunlich hoch. Stromgenerator? Ja, fühle ich. Wird schon noch in die Höhe gehen, glaub mir. Hier hinten, ich habe gefunden. Ah, natürlich. Ich habe ihn Oh. gemacht. Geht das jetzt wieder? Warte, ich geh gucken. Hier vorne war ein Lichtschalter für den Keller. Ich habe in Real Life halt einfach so einen freaking EMF-Reader, ne? Echt jetzt? Ja. Ich Bist hab du so ein ein Ding. Psychopath, Junge? Ja, wirklich. Oh Mann, ey. Ein Also darf bestimmt Ouija-Board auch ein fällt mir noch. Kruzifix dastehen, oder? Nee, nee, das nicht. Imagine. Nee, Mach nee. mal dein Licht aus. Ich will gucken, ob ich hier was sehe. Also. Aber hier ist auch keine Steps und keine Fingerabdrücke. Ah doch, warte mal. Nee. Hier, das Licht ist ein bisschen störend gerade. Ah, das warst du, ne? Ey, jetzt macht doch das Licht wieder Ach so, aus. du willst es aushaben. Ja, ich wollte kurz gucken, ob ich was sehe mit diesem blauen Licht. Das ist Ich habe lila Licht. tatsächlich so eine Schwarzlichttaschenlampe zu Hause. Das habe ich auch. Das ist aber geil. Ja, wollen wir mal hochgehen? Ins obere Stockwerk? Muss denn oben? Hier oben. Da geht's noch hoch. Nö, muss eigentlich nicht sein. Ah ja, hier Nee. sind. Mach mal Licht aus, Licht aus. Ich höre was. Hast du Hörst was? du das auch? Ich höre so Oh. Wasserhahn. Ja, da hinten ist die Tür offen. Er ist safe da hinten. Da hatte ich auch schon mehrere Geister. Lauf mal nach hinten mit deinem Licht.
Nö. Du musst halt gucken, ob da an der Tür, vielleicht sind da an der Tür Fingerabdrücke, ne? Licht aus. Ist da irgendwie? Nee. Nee, gar nicht. Die siehst du halt. Ich will einfach nur die scheiß Dusche. Alter, hier liegt ein Schädel am Boden. Ah, geil. Wieso ruft mich jetzt mein Cutter an? Oh. Ich lege mir mal den EMF-Reader ab, weil der würde ausschlagen, wenn da gleich was abgeht. Warte, ich leg den hier drauf. Mach hier mal Wasser raus beim Spülbecken. Geht nicht. Was geht? Aus. Mach aus! So. Okay. okay, warte mal. Du kannst mit. Bei dir hat noch nichts ausgeschlagen. Nee, da hat noch nichts ausgeschlagen. Drück mal Tab. Nee, warte. Oh, scheiße, wie geht man denn? Wow. What the fuck? Wow. Viking. Zweite Stufe. Ich höre auch ganz gruselige Sounds. Ja. Es ist gerade nicht mehr so cool. Mein Puls ist so scheiße. Oh mein Gott. Du hältst kurz, ne? Du guckst hier kurz, was Sache ist. Mann, mach das Wasser aus! Wasser sparen! Das reicht nicht! Ja, ich rede zum Geist. Hier. Geh mal zum. Drück mal Escape. Ja. Da gibt das viele Geister. Wo können wir das nochmal eintragen? Ja, genau. Bei Leitfaden bestimmt. Geister, genau. Oder? Und jetzt können wir hier hinten bei Beweise. Können wir dann das Zeugs eintragen, was wir haben. Auch noch Fotos, aber Fotos bringen uns halt nichts. Oh. Also doch, Fotos bringen uns was. Ich habe den Schädel mal aufgesammelt. Das ist nämlich ein Beweisstück. Wir gehen mal zurück zum Van, dann können wir die Kamera holen und das Ganze ein bisschen chilliger angehen. Mach die Tür auf! Mein Gott. Und hier unbedingt Licht machen im Gang, sonst würde uns gleich ficken. Ich sag's, wie es ist, Alter. So. Okay, schnell runter, rausrennen. Renn! Ich kann nicht rennen! Ah, doch. Ich kann nicht rennen. Ich hab's nicken gedrückt. Oh Gott. Wir sind raus. Wir bleiben drin. Es schneit, guck mal. Ja, hab ich vorhin schon gesehen. Alter, wie krass der Mond aussieht. Alter, das ist crappy. Okay. Kurz Lagebesprechung. Ja. Wir nehmen jetzt eine. Alter, das Skelett ist creepy. Ich hab meine Kamera angemacht, guck mal. du kannst theoretisch ein Kruzifix mal mitnehmen. Ich nehme mal die Kamera sicher mit. Und den Fotoapparat. Aber für was soll ich denn hier lassen dafür? Achso, du hast. Was hast du alles dabei? Ich hab Taschenlampe und dieses lila. UV? Kruzifix habe ich jetzt auch. Okay, komm, das passt. Gefriertemperaturen könnten wir eh sehen über den Atem, also das ist. Genau. Weil das Ding ist, da können wir mit der Kamera, können wir aufstellen und dann halt gucken, ob wir Geister-Orbs sehen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile umbenannt ist, weil Orbs finde ich etwas komisch. Ah, hier ist ein Schrank zum drin verstecken, cool. Ja, bringt nur manchmal. Wieso ist jetzt hier auch eine Tür offen? Können wir die bitte zumachen? Die war von uns auch zu. Die war von uns auch schon offen, ne? Echt? Okay. Ich versuche jetzt hier die Kamera so etwas auszurichten. So. Läuft die jetzt? Die Tür, ne? Ich habe die Tür zugemacht. So. Ich weiß nicht, ob die läuft. Ich hoffe es einfach mal. Muss einfach nur einmal E dran drücken, oder? Ne, E ist aufheben. Ah. Ne, dann irgendwie rechtsklick. Ja, stimmt. Rechtsklick oder so. Linksklick. Okay, kannst du die mal wieder hinstellen? Ich kann zum Beispiel diese Taschenlampe nicht hinlegen. Ja, du musst die mit G dann wahrscheinlich hinwerfen. Warte. Als Struggles, ah, ja. Leute. Ja, Steuerung, ne? Was soll ich machen? Oh. Red das nicht lustig. Also ich dachte, du hast gesagt, ich soll das Licht ausmachen. Nee, stell mal die Kamera wieder hier hin. Wie sie vorhin war. Nicht. Ach, ich hab die, lol. Hast du selber? Ist doch richtig dämlich. Oh Mann, Alter. Sagt er mir, ich soll die wieder hinstellen. Egal, die läuft bestimmt. Okay, komm, wir gehen nochmal. Warte, lass mal. Was sagt dein Pulsmesser so gerade? 80. Ich bin noch tiefenentspannt. 91, perfekt. Ich schmeiß den mal ins Wasser, das überlebt er schon. ist wirklich ein Wasser. Mach du mal kurz. Auffallen. Mach mal dein UV-Licht da rein. Also, leg das mal hier hin. Und noch das andere Item, das Kruzifix. Kannst du auch mal hier plötzlich. Oh, Gefriertemperaturen. Ja, guck mal, das schlägt doch übel hoch aus. Wie viel ist das? 5? Ein Balken fehlt. Nee, dann ist noch nicht 5.
Aber okay, wir haben Gefriertemperaturen. Du kannst jetzt mit Escape auf Leitfaden und dann musst du die auf Seite 20, dann kannst du jetzt Beweise eintragen. Zum Beispiel eben Gefriertemperaturen. Ah, ich habe Geisterbuch rausgestrichen. Gefriertemperaturen, ja, habe ich. Genau, gut. Das haben wir vorhin gesehen. Wir können jetzt kurz runter. Du hast jetzt nur noch dein... Alter, du hast nur noch deine Taschenlampe, ne? Im Inventar. Ne, mach das wieder rein. Wir brauchen nur die Kamera, die Taschenlampe. Ich habe auch das Ding mit. Ne, das musst du nicht mitnehmen. Das können wir gehen danach eh wieder hoch. Einfach kurz runter neues Zeugs holen, weißt du? Neues Equipment. Okay. Okay, let's go. Mach hier wieder zu. Ah, er rennt einfach weg. Hier ist die Schranktür übrigens offen. Das Monster ist aus dem Schrank. Also. Hier auf der Treppe sind ganz komische Geräusche immer. Ja, ich weiß. Der Geist chillt einfach. Ich find's immer komisch, dass man hier nicht springen kann in dem Spiel. Stimmt, man kann gar nicht springen. Lol. So. Jetzt nehmen wir mit Kerze, ne? So, wir können jetzt dann hier kurz gucken, wegen der Kamera. Maybe sehen wir was. Okay. Ich nehme mal das Sprechding und den Thermometer mit. Dann kannst du mal... Oh, ich habe meine GoPro noch gar nicht an, warte. Ah doch, wir haben ja drei. Was können wir noch mitnehmen? Oder was ist das hier? Zündholz? Zündholz. Nee, lass die Kerze mitnehmen. Oder Räucherkerzen. Nee, aber Räucherkerzen verscheucht den Geist. Nee, Salz. Nimm Salz mit. Das ist perfekt. Ich habe Salz. Hast du noch und Kerze. Salz und Kerze habe ich jetzt. Salz und Kerze, okay, das passt ja perfekt. Du brauchst noch ein Feuerzeug, damit wir die Kerze vielleicht anmachen können. Ich hab leider keinen Inventarplatz mehr. Da. Okay, wir gehen danach einfach nochmal kurz runter. Wollen wir Salz oder Kerze aber vielleicht hier lassen? Ja, lass also, aber die Kerze hier. Lass aber die Kerze hier. Nehmen wir irgendwie noch. Genau, nimm noch dieses hier mit. Das ist. Keine Ahnung, was das ist. Hier die Sprechbox oder so. Keine Ahnung. Kurz Struggles mit der Steuerung gehabt. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Oh, das Licht hat gerade geflackert. Okay. Wie geht das? Das ist so ein. Ich bin so dumm. So. Ich hab doch einen Schädel aufgehoben. Ja. Ich hätte den zuerst fotografieren müssen. Dann hätte es mehr Punkte gegeben am Schluss. Och man, das ist scheiße jetzt. Wieder alles verkackt. Ja, wirklich. So, hast du denn Corona? Warte, ich muss erstmal ganz kurz Fieber messen bei dir. Warte, halte kurz still. 18 Grad. Digga, geht's dir gut? Wow, auf der Treppe. Wow. Ah, renn schnell, ich will, Alter, oh mein Gott. Ich bin im Schrank. Nee, komm doch hier in meinen Raum. In meinen Raum vor allem, Alter. Gott. Kannst du mich hören? Ja, hoffentlich nicht. Digga, 94er Puls. Gib uns ein Zeichen. Nee, bitte nicht. Nee, okay, gibt auch nicht, zum Glück. Ich schmeiß das auch mal hin in das Ding. Guck mal, wegen Fingerabdrücke, ich nehme mal den Fotoapparat noch mit. Ist hier vielleicht Gefriertemperatur? Ne? Ich tu mal hier dieses Lautsprecher-Ding in den Ah, ja, ist klar, hier ist minus 8 Grad. Oh, er huntet. Wir werden sterben, Digga. Er ist da, er ist hier in der Ecke. Mach Licht aus und knie dich hin. Bitte nicht. Okay, er ist weg. Mach Licht an. Digga, diese Musik auch. Ja, das ist... Wow. Er hat gerade was geschmissen. Ich drop hier nochmal ganz kurz den Thermometer. Ich sehe keine Fingerabdrücke und keine Nicht? Spuren. Was ist das denn? Ich verstehe nicht, was das hier ist. Ah, das ist das. Okay. Keine Ahnung, was das macht, um ehrlich zu sein. Kein Lautsprecher. Vielleicht doch nicht. Ich hab noch das Salz. Spricht mit uns. Soll ich Salz hinlegen hier? Ja, mach, ja, genau. Bei der Tür, mach bei der Tür. Wie geht das? Einfach vor der Tür irgendwo platzieren. Ja, genau. Muss nicht alles durch, kannst auch mehrere platzieren. Ah. Wie heißt du? Antwortet halt einfach nicht. Was ist dein Name? Hä? Ich kann also sprechen tut er nicht. Ich will kurz gucken, ob das Foto Punkte gegeben hat. Wie viel sind da drin, Wolfi? Wie viel sind da? Ey, hier sind Steps. Da sind Salz gesehen. Oh ja, okay. Dann fotografiere ich das auch gleich. So. Hier sind jetzt Steps, er läuft wieder raus, guck mal. Wow, er läuft hier rum. Mach mal mit dem UV-Licht, siehst du jetzt was? Ja, hier war gerade ein Step, genau da, wo ich jetzt stehe. Das Gott, Alter. Oh, das sind auch 3 Sterne, geil. Okay, dann können wir jetzt hier eintragen und zwar, glaube ich, zählt das auch als Fingerabdrücke? Ich glaube. Ja, vielleicht hat er keine Finger. Boah, warte, lass das erstmal noch warten. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob... Ich bin relativ entspannt dafür, dass ich so ein Scheiße spiele. Ja, true. Ich mach kurz das Licht... Oh, Mikey.
Nur Stufe 2. Oh, das Wasser ist braun. Stufe 2, okay. Guck mal hier bei den Fenstern, ist da auch kein Abdruck? Das kann doch nicht sein, Mann. Im Buch hat er ja auch nichts geschrieben. Ah doch, er hat ins Buch geschrieben. Ach schade, man kann das nicht mehr lesen. Früher könnte man lesen, was er da reinschreibt. Die Tür geht gerade auf. Okay. Geld kannst du, aber warte, wir machen die Tür erstmal zu. Geh mal auf Leitfaden. Und dann kannst du jetzt auch noch Geisterbuch ankreuzen. Wir haben nur noch vier. Wir haben Shade, Dämon, Revenant und Morio. Moroi, meine ich. Tups. So, ich hoffe, der ist jetzt nicht angry. Gut. Ich bin Mario Kart und lenk mich nicht ab. Boah, das hast du. was können wir denn noch über... Der Geist. Warte, wir gehen mal auf Leitfaden. EMF können wir ziemlich sicher streichen. Wir hatten schon viele Ausschläge und geht nicht. Genau, das muss auch braun bleiben. Geisterbox, er hat nie mit uns geredet. Fingerabdrücke haben wir keine gefunden. Wahrscheinlich ist es ein Revenant. Für das müsste es ein Geisterorb sein. Ja, es muss eigentlich ein Geisterorb sein. Dieser Dots-Projektor hat auch noch nichts gesagt. Okay. Das Ding ist, wir müssen jetzt etwas Riskies machen. Red, was hast du in deinem Inventar? Ich habe eine Taschenlampe, Salz, was leer ist, glaube ich. Okay, ja, dann Salz drop mal das Salz in die Ecke. Irgendwo. Einfach egal, es muss einfach weg. Oh, warte mal, hier ist ein Mülleimer. Da tue ich es in den Mülleimer. Ja, genau, schön. Du kannst dann hier auch gleich den Fotoapparat aufnehmen. Pass auf, du hast nur noch 2 Fotos übrig, dann haben wir keine mehr. Und Fotos sind wichtig für die Punktzahl. Wie kann ich fotografieren? Mit rechts, rechts. Aber bitte nicht ausprobieren. Ja, eben komm, nicht, dass ich aus Versehen die Tasche. Ja, dann nimm dir das Kruzifix zur Hand. Dieses UV-Licht kannst du wegschmeißen. Sicher. Ja. Das Kruzifix beschützt dich, falls der kommt. Oh. Ja, egal. Scheiß aufs Wasser. Ui. Stop. Wow. Hast du das gehört? Ja, ich hab den auch rauchen hören. Okay, du hast jetzt im Inventar eine Taschenlampe, ein Kruzifix und eine Fotokamera. Ist das richtig? Ja. Dann switche mal bitte auf die Fotokamera und bleibe dort. Ich... Mit Licht oder ohne Licht? Mit Licht. Ich bin professioneller Kameramann. Ich hasse dieses Spiel. Natürlich. mach. Okay, genau. Ich gehe jetzt in den Van und guck über deine Kamera, ob ich Geisterorbs sehe. Du kannst aber auch ein bisschen rumlaufen. Du hast ein Kruzifix, das beschützt dich, ne? Wenn der angreift, nimm das Kruzifix. Da musst du das in die Hand nehmen, genau. Dann frisst er mich nicht. Genau, dann frisst er dich nicht. Dann kannst du ihn abwehren. Beim Kruzifix wird dann... Hier ist gerade das Buch durch die Gegend geflogen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Platzier das mal wieder. Ich gehe schnell in den Van. Soll ich das wieder platzieren? Chill! Ich leg die Kamera weg. Nee, die Fotokamera brauchst du für ein Foto vom Geist. Ja, ich sollte doch das Buch wieder platzieren. Ich lass das. Ach so, ja gut, ja klar. Wenn du es kurz umplatzierst, ist das kein Ding. Muss ich es in der Hand haben oder muss ich es einfach nur im Inventar haben? In der Hand, wenn er dich angreift. Aber du merkst, also wenn er handelt, wenn das Licht so flackert und so komische Sounds kommt und du ihn siehst, dann machst du bitte. Kannst du mal diesen Projektor am Boden ausschalten? Der ist übel nervig. Wie geht das? Du musst einfach einmal draufklicken. Oder ihn kurz aufheben und so. Nee, ich glaube, du musst ihn einfach aufheben. Und dann einfach mit G droppen. Hilfe. Nicht mit F. Ich will den Kruzifix nicht wegwerfen. Nee, würde ich auch nicht. Weil bei meinem Glück würde der genau. Genau, der jetzt bist du eigentlich im Dunkeln. Dann kann ich drum. Dann sehe ich die Orbs besser, die Geister-Orbs. Hilfe. Guckst du über meine Dashcam oder was? Genau, deine Dashcam, ja. Oh, die flackert gerade ein bisschen. Kannst du mal bitte stillhalten? Warte, ich kann ja auf die Kamera, die wir platziert haben. Warte, so. Okay. Was ist das, Digga? Ich bin kurz im Mikrofon angekommen mit meinen Fingern. Im Mikrofon, Hilfe. Im Mikrofon. Ja, aber wir leuchten noch grün. Noch. Aber Geisterorbs sind das nicht. Ich sehe kein. Lauf mal ein bisschen durch die Gegend, bitte. Die Tür geht gerade auf, ich will nicht, mein King. Oh Gott, geh mal in den Gang und in die anderen Zimmer noch. Du hast ja das Kruzifix, das beschützt dich. Aber wir müssen gucken, ob es... Geist Hallo sagen. Ja doch. Alter, hier ist Licht, mach mal Licht aus. Nein. Aber dann sehe ich die Orbs nicht. Ja, so ist besser. Hier sind aber auch keine. Hä, ich glaube, es sind keine Geisterorbs. Geh mal zur Treppe. Weil auf der Treppe war er das erste Mal. Aber er war ja auch in dem Raum, also wir haben eigentlich den Raum gefunden.
Okay, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Also Geisterorb können wir eigentlich auch streichen. Guck mal, ich bin auf der Treppe. Findest du keine scheiß Fingerabdrücke? Wie soll ich denn Fingerabdrücke finden? Geh mal noch mal in den Raum, ich komme auch wieder hoch. Ich nehme noch irgendwie was mit. Bring die Kerze und den Feuerzeug einfach mit. Ja, stimmt, für den Flex. Kann das auspusten. Oh, deine Sanity ist auch ziemlich krass down. Komm mal raus und geh dir mal so eine Sanity-Pille. Hier ist gerade Licht angegangen. Im Badezimmer. Ja, er ist du bist halt, gleich wirst du ein einfaches Ziel für ihn, weil er halt, oh Gott, Alter, bin ich erschrocken. Nein, ich hab das Kruzifix getroffen, wo ist es hin? Es liegt aber genau im Scheiße, ich hab jetzt gar kein, egal, ich hab kein Kruzifix, ja, ich bin ein Risk-Taker. Digga, ich nehme meine Sanity ist zum Glück noch ziemlich hoch, das ist ganz geil. Ich freue mich unbedingt, wenn ich im Schnitt dann sehe, wie mein Puls ungefähr ist so. Alter, die sind noch bei 24%. Wie mach ich denn die Kerze an? Wie kann ich denn die nehmen? Also. Okay. Gut, die Kerze brennt. Das Feuerzeug schmeiß ich auch mal hier rein. Hä? Ich hab die genommen und es passiert aber nichts. Ach doch, jetzt 64. Aber du bist auch noch bei 66, ne? Ja, ist halt auch nicht mehr allzu hoch, aber immer noch besser als du, ne? Naja. Immer noch tatsächlich, nachdem ich mir meine Pillen genommen hab. Bin ich noch höher? Ja. Was? Okay, ich versuche jetzt auch nochmal ein bisschen mit ihm zu sprechen, warte. Ja, stimmt, du warst gerade alleine da drin im Dunkeln wahrscheinlich auch. Oh, jetzt habe ich Licht ausgemacht. Ah, Licht ist aus. Kannst du in den Keller kurz den Strom anmachen? Der Geist ist ja hier oben. Kannst du mich hören, Geist? Boah, als wärst du. Mein Gott. Sprich zu uns. Rede jetzt mit uns. Komm, wir gehen kurz in den Keller und sagen dort, du Hund. Er redet aber auch einfach nicht. Komm mit, Mikey. Aber es sind auch keine Fingerabdrücke da. Ich weiß nicht, ob Fußabdrücke aus Finger. Frag mal Wolfi. Wolfi, sind Fußabdrücke auch Fingerabdrücke? Nee, sind sie nicht. Okay, schade. Meine Güte. Vielleicht ist er im Keller oder so. Oder hier hinten, Mikey. Was hältst du denn davon? Also eigentlich war ja vorhin, also ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem Update ist, aber früher war es so, wenn du den Raum gefunden hast, war in diesem Raum. Aber vielleicht hat sich das geändert, vielleicht wandert er jetzt. Ja, ich hoffe es nicht. Also sonst ergibt es auch nicht mal Sinn. Ich hatte gerade Herzklopfen. Oder war das die Treppe? Oh doch, ich auch. Ich bin der Meinung, ich auch. Ich, schon wieder? Ich hörte irgendwas rumpeln. Da hab ich auch gehört. Hoch. Ich hab im Keller Licht angemacht. Ich hab eine Tür gehört. Lass mich hinten in die Garage, vielleicht ist er da. Hallo? Auto. Ja, das Licht funktioniert nicht. Ich hab unten gerade Strom angemacht. Perfekt, der hat den Insta wieder rausgekickt. Ja, komm, wir gehen nochmal. Wir hatten keine Lust auf Strom. Es gibt gar keine Ouija-Board mehr, oder? Ach stimmt, das musst du mir dann ja auch finden, stimmt. Ja, dumm. Die Tür ist jetzt zu. Ja, die habe ich zugemacht. Ach so, okay, dann ist ja alles im grünen Bereich. So, Licht ist wieder an. Geil. Es war sehr anstrengend, wie du hörst. Ja. Also irgendwie was müssen wir noch finden. Gibt's noch Räume, wo wir noch nicht drin waren? Doch, hier gibt's auch noch den einen Raum, wo wir noch nicht drin waren. Aber hier oben ist immer noch gefriert. Wow. Licht flackert. Ja, ich habe aber mein Kruzifix und Insel in die Hand genommen. Komm mal hier in den Raum. Wartet, er rennt hier vor mir. Er hat mein Kruzifix weggenommen. Ah! Oh, du mein bist Gott, tot. Digga. Oh mein Gott. Mann, was stirbt er denn jetzt auch weg, Leute? Oh mein Gott. Alter. Ist aber nicht EMF Stufe 5? Was ist das denn? Was zum Fick war das? Mein Kruzifix ist aber auch mir aus der Hand gefallen. Scheiße. Ups. Ach, weil er durch mich durchgerannt ist, oder wie? Er hat die Kerze ausgemacht. Hört mich Mike noch? Ja, ich höre dich noch. Wir sind nicht über Ingame-Chat. Du hast dein Kruzifix gar nicht gebraucht. Lol. Ja gut, das wusste ich aber auch nicht. Ich mute mich mal. Ja, ist gut. Eieiei, Leute.
Ich versuche jetzt einfach nochmal mit ihm zu sprechen, aber er gab mir nie eine Antwort. Kannst du mich hören? Sprich zu mir. Alter, zeige dich. was kann man noch sagen? Gib uns ein Zeichen. Oh Gott, ich bin schon wieder am Mikrofon angekommen. Ja, schade drum. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Kruzifix. Hä? Ich hatte das Kruzifix in der Hand. Hä? Bist du tot? Oh. Ja. Ah, du bist auch tot. Ja, ja. Hä? Hi. Spiel leer. Schade. Hä? Ich bin so verwirrt. Ich kann dir sagen. Ich bin gespannt, was es jetzt ist. Wenn es Revenant ist, haben wir schon lange verkackt. Oh, wir bekommen Geld, Alter, geil. Hier, 190. Ja, Revenant. Als ob. Ja, wieso haben wir das nicht eingetragen? Wir hätten so viel mehr Geld bekommen. Alter. Scheiße, kann wieso? Ich kann dir sagen, ich habe gerade eine Tasse geholt, um die dir in die Fresse zu werfen. Weil ich so krass. Und das Kruzifix schützt sich nicht, weil er ist auf mich zugerannt. Und wenn Wolfi sagte, wenn der Geist durch dich durchrennt, dann lässt du alles automatisch fallen. Und deswegen, er ist in mich reingerannt, dann hat mein Charakter sein Kruzifix fallen lassen und dann hat mich der Geist gefressen. Oh mein Gott, Alter. Aber wieso hat er mein Kruzifix einfach ignoriert? Das ist asozial. Der Revenant hatte keine Lust auf Kruzifix. Scheinbar, ne? Ja, schade drum. Eieiei, Leute. Wenn euch diese Folge Phasmophobia gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Schaut unbedingt bei Red vorbei. Schaut doch in die Playlist. Wenn ihr sowas mehr wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann können wir Red davon überzeugen. Ja, gibt es noch mehr zu sagen? Ich glaube nicht, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Feeling so mellow, fresh about the shower, but there's nothing on my schedule, mother effer what it do. My steez be the swaggiest, fits real clean, but my flows be the nastiest. Ne, maximale war 99. Ja, das Ding ist, schnell ist halt immer relativ, ne? Ja, wenn wir mal so ein bisschen hardcore-mäßig dran gehen, warum nicht? Also stimmt.